Ja, und das Motto dieses Katholikentages lautet Suche Frieden. Und an dieser Suche in Münster beteiligt sich heute auch Kanzlerin Merkel, die just gerade in diesem Augenblick in Münster eingetroffen ist. Kanzlerin Merkel gestern ja den Karlspreis mitverliehen an Emmanuel Macron. Schon da, also gestern, eine große Rolle gespielt hat die Außenpolitik. Und darum wird es auch gleich gehen, um die unterschiedlichen Unruheherde in dieser Welt, um die Tendenz zu diktatorischen Regimen. Daran wird die Kanzlerin, wird Frau Merkel gleich also teilnehmen. Und man darf gespannt sein, welche Akzente sie setzen wird. Atomabkommen mit dem Iran ist ja ein Stichwort, was in diesen Tagen eine große Rolle spielt. Dort im Hintergrund konnte man sie gerade kurz sehen. Die Kameraleute positionieren sich noch. Das Ganze wird, wie gesagt, von uns gleich live übertragen. Diese internationalen Konflikte rund um die Aufkündigung des Atomvertrages, um die Situation zwischen Syrien und Israel. Sie wissen, liebe Zuschauer, es ist gerade mal 24 Stunden her. Da hat die israelische Armee in Syrien iranische Stellungen bombardiert. Kanzlerin Merkel hat gestern gesagt, ja, es ist im Moment tatsächlich eine Frage von Krieg oder Frieden, um die es geht. Außenminister Maas war ja gestern auch in Moskau, hat mit seinem Amtskollegen Lavrov versucht, in Sachen Atomabkommen eine gemeinsame Linie aufrechtzuerhalten. Allerdings ist die Hoffnung darauf, dass die europäische Stimme, gerade auch die deutsche Stimme, dort viel wiegt im Nahen Osten, relativ gering. Man muss mal schauen, wie sich jetzt die Entwicklung weiter darstellt, vor allem natürlich auch im Verhältnis zu den USA. Also Kanzlerin Merkel ist eingetroffen. Noch hat die Podiumsdiskussion nicht begonnen zu den Konfliktherden in diesen Tagen, mit denen sich die Kanzlerin, aber auch die Gesellschaft, auch Deutschland ja intensiv befassen muss in der Zukunft. Da hat sich einiges verändert, vor allem im Verhältnis zwischen der EU, namentlich auch Deutschland und den USA. Daraufhin hat Frau Merkel des Öfteren hingewiesen, wahrscheinlich muss Deutschland in Zukunft viel mehr auch aus sich selbst heraus definieren, welche Rolle wir in der Welt versuchen einzunehmen. Wir müssen vielleicht auch enger mit unseren französischen Kooperationspartnern in Paris die Rolle der EU definieren. Es ist ja fast schon ein Drama, wie wenig sich die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der EU in den letzten Jahren entwickelt hat. Immer wieder wird von politischer Seite, auch von Seiten von Frau Merkel, diese beschworen eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, aber de facto ist noch nicht viel passiert. Man darf gespannt sein, wie sich Frau Merkel auch in Sachen Flüchtlingskrisenbewältigung, so will ich vielleicht sagen, äußern wird. Auch das ist natürlich ein Problem, mit dem sich Gesellschaft auseinandersetzen muss. Wir hatten heute Morgen die Gelegenheit mit Kardinal Reinhard Marx, dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, zu sprechen. Und er hat diagnostiziert, er hat festgestellt, dass die Gesellschaft sich in großer Unruhe befindet und natürlich Kirche, aber auch Politik und Gesellschaft sich damit befassen muss. Freigehalten sind. Glauben Sie mir, wir hätten den Saal, glaube ich, noch einmal komplett füllen können. Sie sehen, Frau Bundeskanzlerin, Sie haben hier sehr, sehr viele Fans. Wir freuen uns sehr darauf, dass Sie heute unter uns sind. Mit wirklich großer Freude begrüße ich Sie hier bei diesem Katholikentag, die Kanzlerin der Bundesrepublik Deutschland, Frau Dr. Angela Merkel. Es ist für mich eine ganz besondere Ehre, Sie hier in meiner Heimatstadt, in der Friedensstadt Münster, begrüßen zu dürfen, wieder begrüßen zu dürfen. Denn wir sind Ihnen dankbar. Sie waren, ich glaube, seit dem Jahr 2000 bei allen Katholikentagen, bis ausgerechnet den letzten in Leipzig. Die G9-Gipfel waren nicht ganz zu verschieben wegen des Katholikentages, aber sonst waren Sie immer dabei. Und Sie haben immer aktiv und engagiert mitgestaltet. Auch diesem Katholikentag hatten Sie bereits im letzten Jahr Ihre Bereitschaft signalisiert, dabei zu sein. Und dann hatten wir eine Bundestagswahl, die langwierige Koalitionsverhandlungen gebracht hat, wo sich dann alles etwas hinzog. Und so war es nur allzu verständlich, dass die Frage, zu welchem Thema Sie hier zu uns sprechen heute,
erstmal beiseite gelegt wurde. Da gab es Wichtigeres zu klären. Aber wir blieben voller Zuversicht, dass Sie nach Münster kommen. Und als das Programm in Druck ging, da war die Frage eben noch nicht ganz beantwortet. Und deshalb steht im Programm noch der Titel Friedenssuche, die vornehmste Aufgabe der Politik. Das war eine Formel, auf die man sich da übereinstimmen konnte. Wenn wir heute eine andere Überschrift haben, dann ist allerdings dieses Friedenssuche, vornehmste Aufgabe der Politik, weiß Gott, nicht außer Kraft gesetzt. Und der Titel der Veranstaltung, wie er jetzt ist, der könnte aktueller nicht sein. Deutschland in einer veränderten Weltlage, weiß Gott, immer wieder und ganz aktuell und immer wieder neue, veränderte Weltlagen, in denen Deutschland seine Verantwortung tragen muss. Politik muss dem Frieden dienen. Und wer vielleicht Anfang der 90er Jahre geglaubt hat, mit dem Ende der großen Blöcke, da sei dann eine Welt von Frieden und Demokratie verwirklicht, der wurde bitter enttäuscht, denn Kriege allenthalben in vielen Regionen unter ganz anderen Bedingungen als früher. Und die Welt hat sich verändert, aber auch unsere Rolle, die Rolle Deutschland hat sich seitdem sehr verändert und die Welt ist nicht friedlicher geworden. Besonders heftig wurde die Situation in Deutschland, als hier Flüchtlinge aufzunehmen waren aus den Kriegsgebieten, nicht zuletzt des Nahen Ostens. Und sie wurden hier sehr herzlich aufgenommen. Nicht zuletzt wurden sie herzlich aufgenommen von vielen Frauen und Männern aus dem kirchlichen Bereich, aus unseren Kirchengemeinden. Und dafür sind wir nach wie vor dankbar. Und die oft maßlose Kritik an der Flüchtlingspolitik ist nicht die Meinung der Mehrheit in diesem Land. Bei allen harten Debatten, bei Angriffen, bei Problemen und Schwierigkeiten haben Sie immer wieder darauf bestanden, dass es sich bei der Frage der Flüchtlinge nicht um irgendein Sachproblem wie andere handelt, sondern dass hier ganz wesentlich auch um die Frage nach dem Grad unserer Humanität geht. So waren Sie bereit, selbst mit extrem schwierigen Regimen wie in Libyen zu verhandeln, wenn es darum ging, die Zahl der auf der Flucht Ertrunkenen im Mittelmeer zu verringern. Gleichgültig, welche Meinung man in Einzelfragen zur Flüchtlingspolitik hat. Dafür bleiben wir Ihnen dankbar. Wir haben gestern hier in diesem Raum den kolumbianischen Präsidenten Santos gehört. Und Präsident Santos erzählte uns sehr, sehr eindringlich, wie sehr Friedensprozesse und das Friedensthema nicht ein abstraktes Thema der Politik ist, sondern dass es zu tun hat mit ganz konkreten Menschen, mit Opfern, mit Menschen, die verzeihen, zur Verzeihung bereit sind und bereit sind zum Frieden. Wenn wir heute sprechen, Deutschland in einer veränderten Weltlage, dann fragen wir im Untertitel, wie geht man heute um mit Konfliktherden und aggressiven Regimen. Und dazu Ihnen ein herzliches Willkommen, aber ein genauso herzliches Willkommen darf ich sagen, Ihnen, Herr Kurienkardinal Peter Turkson, ganz herzlich willkommen hier in Münster. Herr Kardinal, es ist uns eine große Ehre, Sie hier unter uns zu wissen. Und ich freue mich sehr, dass Sie bereit waren, mit der Bundeskanzlerin zu sprechen heute hier. Herzlichen Dank. Dankeschön. Dankeschön auch, Herr Professor Brück, für die Beteiligung an den Gesprächen und der Moderatorin, Frau Prangert-Oliveira. Herzlichen Dank, herzlich willkommen und ich freue mich auf eine anregende Stunde. Vielen Dank. Ja, guten Tag und sehr geehrter Herr Kardinal Turkson, sehr geehrter Professor Brück, sehr geehrter Herr Sternberg, danke für die Einführung, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, danke für die Begrüßung in Ihrer
wunderbaren Stadt. Es ist mir eine große Freude, heute bei Ihnen in Münster zu sein. Der Deutsche Katholikentag findet ja hier zum 4. Mal statt. Allerdings mussten Münster und die Münsteraner ja 88 Jahre warten, bis es zu dieser 4. Neuauflage kam. Und ich glaube trotzdem, umso wunderbarer zeigt sich die Stadt als Gastgeber. Und dazu herzlichen Glückwunsch. Die Stadt Münster wurde ja 2004 zur lebenswertesten Stadt der Welt ausgezeichnet. Und ich glaube, das Lebensgefühl dieser Stadt hat auch sehr viel mit Haltung zu tun. Und als am 7. April in den traurigen und bangen Stunden nach der Todesfahrt am Spiekerhof die Münsteraner mit ihrer Besonnenheit und Hilfsbereitschaft aufgetreten sind, da haben sie uns alle in Deutschland sehr beeindruckt mit ihrer Haltung. Und ich möchte auch heute noch einmal die Gelegenheit nutzen, den Angehörigen der Opfer und den Verletzten mein tief empfundenes Mitgefühl auszudrücken und Danke zu sagen für das Bild, das die Stadt in dieser schweren Stunde abgegeben hat. Und ich glaube, man kann sagen, dass Hilfsbereitschaft, Zusammenhalt und das positive Lebensgefühl auch mit dem Katholizismus, der in dieser Stadt wirklich gelebt wird, etwas zu tun hat. Und das nicht nur während des Katholikentags. Und meine Damen und Herren, in der Tat, das Motto ist hellseherisch gewählt, aber wenn man in Münster ist, dann muss man über Frieden sprechen. Das ist klar. Suche Frieden. Und in dem Kontext ist ja auch die Aufgabe an mich und an unsere Diskussionsrunde heute gestellt. Und ich will einige einführende Worte machen. 1648 wurde hier nach langem und zähem Ringen der Westfälische Frieden von Münster und Osnabrück geschlossen. Das Ganze hat Jahre gedauert. Bei uns ist es ja manchmal so, wenn man bei irgendeinem Konfliktherd nach einem halben Jahr oder einem Jahr noch keinen richtigen Fortschritt hat, dann sagt man, das wird ja nie was. Die Beendigung des Dreißigjährigen Krieges war eine ganz, ganz lange Sache. Und dieser Dreißigjährige Krieg hat ja vor 400 Jahren, daran denken wir in diesem Jahr 2018, begonnen. Und wir wissen, er hat unendliche Verwüstungen angerichtet. Und deshalb können wir uns erinnern, dass seit Jahrhunderten und nicht erst beginnend mit dem Dreißigjährigen Krieg die Suche nach Frieden Menschen umtreibt und immer wieder auch Erfolge erzielt werden, aber wie auch immer wieder Rückschläge zu verzeichnen haben. Wir brauchen Frieden. Jeder Einzelne braucht Frieden, um sich entfalten zu können. Wir brauchen Frieden innerhalb unserer Gesellschaften. Wir brauchen Frieden zwischen den Staaten. Und Martin Luther King, der vor 50 Jahren ja ermordet wurde, hat einmal gesagt, wahrer Friede bedeutet nicht lediglich die Abwesenheit von Konflikten, sondern die Gegenwart von Gerechtigkeit. Und das ist vielleicht etwas, was uns heute auch noch weiter beschäftigen wird. Es geht bei Friedenssicherung immer um die Würde des einzelnen Menschen. Und da haben wir in unserem Grundgesetz ja den Artikel 1, der über diese Würde als eine unteilbare Würde berichtet. Im Übrigen nicht bezogen nur auf die, die in Deutschland leben, im Geltungsbereich des Grundgesetzes, sondern das ist eine universale Überzeugung, die wir teilen. Und wir dürfen nie vergessen, wenn wir über Krieg und Frieden sprechen, dass das nicht etwas Anonymes ist, sondern dass dahinter immer menschliche Schicksale stehen. Und vielleicht ist eine der größten Aufgaben, weil unsere eigene emotionale Fassbarkeit, was wir schaffen können, zu erfassen, eine der größten Aufgaben ist vielleicht nicht abzustumpfen angesichts der vielen Bilder, die wir heute haben, von Menschen, die in Konflikten leben, die deren Würde mit Füßen getreten wird, weil daraus auch Abstumpfung entstehen kann und dem müssen wir vorbeugen. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir uns auf diesem Katholikentag mit diesen Themen beschäftigen. Nun ist es so, Europa kann sich über eine jahrzehntelange Zeit des Friedens einzigartig in der Geschichte freuen, aber die Schrecknisse des Krieges, des Zweiten Weltkrieges sind natürlich immer noch gewärtig. Wenngleich wir jetzt, und das müssen wir immer im Kopf haben, in einer sehr, sehr
sensiblen Zeit leben, weil die Zeit nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs jetzt so etwa die Zeit eines Menschenlebens ist. Und diejenigen, die das alles noch erlebt haben aus eigener Erfahrung, die werden bald nicht mehr unter uns sein. Und das ist etwas, was so ist, als wenn man seine Eltern verliert. Plötzlich sind die Kinder wirklich erwachsen. Und dann kann man sich nicht mehr darauf berufen, dass einem schon noch einmal jemand etwas aus der Zeit erzählt, sondern entweder haben wir etwas aus der Geschichte gelernt oder wir haben nichts gelernt. Und manchmal denke ich darüber nach, dass wir zwar so ganz fest überzeugt werden, wir haben das jetzt alles gelernt, dass das alles nicht wieder passiert. Aber so sicher bin ich mir da nicht. Und da müssen wir uns miteinander immer wieder vergewissern, ob wir die richtigen Lehren aus der Geschichte gezogen haben. Nun hatten wir nach dem Ende des Kalten Krieges gedacht, dass die Zeit der großen politischen Auseinandersetzung vorbei ist. Wir wurden dann sehr schnell eines anderen belehrt, am Beispiel der Kriege auf dem westlichen Balkan. Und noch heute ist eine unserer außenpolitischen Aufgaben, man muss sich ja erst mal in seine eigene Umgebung begeben. Ich habe da letzte und dieser Woche gerade wieder viel Zeit mit verbracht, die Friedensordnung dort zu sichern. Die ist sehr fragil. Und ob man sich Kosovo anguckt, Serbien anguckt, Bosnien und Herzegowina anguckt, ob man sich den Namensstreit in Mazedonien anschaut, Grenzkonflikte hier und dort, selbst Slowenien und Kroatien reden noch über ihre Grenze. Das müssen wir alles lösen, damit nicht permanent eine gewisse Spannung da ist, die sich jederzeit wieder entflammen kann. Also wir haben innerhalb der Europäischen Union eigentlich keine Konflikte mehr, einer erweiterten Union, wo es um Krieg und Frieden geht. Aber wenn wir uns den Raum der Freizügigkeit angucken, den sogenannten Schengen-Raum, und mal an die Außengrenzen dieses Schengen-Raums gehen, dann merken wir, dass viele der sehr wichtigen Konflikte dieser Welt direkt an unserer Außengrenze stattfinden. Da haben wir die Ukraine, die Annexion der Krim, die Besetzung der Ostukraine, mit der wir uns auseinandersetzen, wo wir versuchen, Lösungen zu finden. Ich sage gleich was dazu. Und dann haben wir, wenn wir weitergehen, einmal um den Schengen-Raum herum, dann haben wir sozusagen, sehen wir, dass dann die Türkei in unserer Nachbarschaft ist, Nachbar von Griechenland. Und dann, was viele sich gar nicht so vergegenwärtigen, Syrien ist der Nachbar von Zypern. Und Zypern gehört zu dem Raum, in den wir gerne in Urlaub fahren und sagen, gut, dass wir keinen Pass zeigen müssen. Aber direkt daneben ist eben Syrien. Und wenn Sie dann weiter rumgehen, dann kommen da nicht nur Israel und Jordanien, sondern da kommt dann eben gegenüber von Italien auch Libyen. Wenn Sie von Ägypten nach Tunesien fliegen und einfach übers Mittelmeer gucken, dann sehen Sie Sardinien, dann sehen Sie Malta und dann sehen Sie, dass das, Sizilien sehen Sie so, Sizilien und Malta, dann sehen Sie also, dass das überhaupt nicht weit entfernt ist. Das ist direkt vor unserer Haustür. Und dass das uns beeinflusst, dass wir uns davon nicht einfach abkoppeln können, das haben wir gesehen am Beispiel der Flüchtlinge, die zu uns gekommen sind. Flüchtlinge, die Syrien verlassen haben, weil dort erst ein Bürgerkrieg war. Dann ist der Terrorismus in Form des Islamischen Staates dort eingefallen, den wir bekämpfen mussten. Und jetzt ist es inzwischen ein Regionalkonflikt, in dem viele große Länder ihre Interessen haben. Russland, Türkei, Saudi-Arabien, Iran. Und das, was die syrischen Menschen, die Bürger dieses Landes anbelangt, das spielt an vielen Stellen nur noch eine untergeordnete Rolle. In Syrien ist es so gekommen, dass die Hälfte der Bevölkerung inzwischen auf der Flucht ist. Syrien hat etwas mehr als 20 Millionen Einwohner, über 10 Millionen sind auf der Flucht. Die Hälfte außerhalb des Landes, die Hälfte im Land. Es sind schon mehr Menschen umgekommen in diesem Konflikt als in dem gesamten israelisch-palästinensischen Konflikt. Und deshalb ist es dringlich, hier jetzt an einer politischen Lösung zu arbeiten. Und auch wir in Deutschland haben uns mit unserer neuen Bundesregierung entschieden, stärker uns da zu engagieren. Das wird ein langer Prozess sein. Erinnert vieles an die Konflikte des 30-jährigen Krieges, an die verschiedenen Interessen.
Da spielen Religionen eine Rolle, da spielt Bürgerkrieg eine Rolle, politische Ordnung eine Rolle, aber eben auch die Einflusssphären großer Interessenvertreter dieser Welt. Und meine Damen und Herren, zurück zur Ukraine. Da haben wir mit Frankreich gemeinsam im Normandie-Format Verantwortung übernommen. Wir haben das Minsker Abkommen abgeschlossen. Das Ergebnis ist sehr bedrückend, muss ich sagen. Man kann es positiv sehen und sagen, wir haben die Eskalation dieses Konfliktes verhindert. Aber wir haben noch an keinem Tag wirklich Waffenruhe gehabt. Fast jede Nacht kommen dort Soldaten der Ukraine um. Und deshalb heißt es weiterarbeiten, weiter im Gespräch bleiben, wie ich überhaupt glaube, dass wir das Reden eine der ganz wichtigen Instrumente ist, auch wenn es manchmal nicht sofort Erfolge bringt. Man muss versuchen, im Gespräch zu bleiben. Das ist allemal besser, als gegeneinander Krieg zu führen. Und zurück jetzt zu dem großen Konfliktherd Iran, Syrien. Da ist das Existenzrecht Israels betroffen. Und wir stehen und vertreten und unterstützen das Existenzrecht Israels. Ich habe gesagt, die Sicherheit Israels gehört zur Staatsräson nach unserer Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Und da ist natürlich die Kündigung des Atomabkommens mit dem Iran ein Grund großer Sorge, auch ein Grund von Bedauern. Dieses Abkommen ist in 12-jähriger Arbeit erarbeitet worden. Ein langer diplomatischer Prozess. Es ist sicherlich alles andere als ideal. Ich stimme auch zu, dass es mit dem Iran viele andere Themen großer Sorge gibt. Der Kampf gegen Israel, das ballistische Raketenprogramm, die Rolle, die der Iran in Syrien spielt. Alles richtig. Und trotzdem glaube ich, dass es nicht richtig ist, ein Abkommen, das verabredet wurde, das, über das man dann im UN-Sicherheitsrat abgestimmt hat, einstimmig es gebilligt hat, dass man ein solches Abkommen einseitig aufkündigt. Das verletzt das Vertrauen in die internationale Ordnung. Wir haben dann, wenn wir an unserer Außengrenze noch mal weitergehen nach Libyen, im Grunde alle Probleme der Nachbarschaft mit diesem fantastischen Kontinent Afrika vor uns. In Libyen ist keine staatliche Ordnung oder eine sehr schwache staatliche Ordnung. Wir unterstützen die leisen Anzeichen dafür. In Libyen geht es Flüchtlingen, die aus afrikanischen Ländern kommen, richtig schlecht, wir haben das alle erlebt, die Menschenwürde wird mit Füßen getreten. Ich möchte dem UNHCR, der Internationalen Organisation für Migration, all denen, die sich da engagieren, um das Leben der Flüchtlinge zu verbessern, ein herzliches Dankeschön sagen. Und wie im Brennglas zeigt sich dann die ganze Aufgabe, vor der wir stehen, weil völlig klar ist, wenn wir davon sprechen, Ursachen von Flucht und Vertreibung zu bekämpfen, dann heißt es nicht nur, Konflikte einzudämmen, kriegerische Konflikte, Bürgerkriege, sondern heißt es eben auch, Entwicklungschancen zu eröffnen. Und deshalb ist das Thema Marshallplan für Afrika, über das Sie gestern auch auf dem Katholikentag mit Gerd Müller, dem Entwicklungsminister, gesprochen haben. Deshalb sind unsere Kontakte mit der Afrikanischen Union so wichtig und deshalb bin ich so dankbar, dass wir nachher mit Kardinal Turksen diskutieren können, wie dieser Kontinent sich besser entwickeln kann. Und ich bin so dankbar, dass die Afrikanische Union nach vielen, vielen Jahren jetzt einen Entwicklungsplan bis 2063 aufgestellt hat, um zu sagen, wie sie sich ihre Entwicklung vorstellen. Denn so geht es natürlich auch nicht weiter, dass wir immer sagen, was für Afrika gut ist, sondern Afrika muss sagen, was es für sich selbst gut ist. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich nur noch zwei Dinge, ich muss mich hier kurz fassen, wir können nachher weitersprechen, zwei Aspekte nennen. Der eine Aspekt, der natürlich unter Christen eine große Rolle spielt, ist die Frage, welche Rolle hat in all dem in der Friedenssicherung das Militärische? Militärischer Einsatz ist die Ultima Ratio.
Aber ich habe intensive Gespräche mit Präsidenten afrikanischer Staaten geführt, zum Beispiel mit dem nigrischen Präsidenten Yusufu, der mir bittere Vorwürfe gemacht hat und gesagt hat, Frau Merkel, was soll ich machen? Ich gehöre, mein Land ist eines der ärmsten Länder in Afrika. Durch das, was in Libyen entstanden ist, ist unsere Region voll von Waffen. Wir haben von Boko Haram die terroristischen Bedrängnisse von Süden her. Wir haben sie von Norden her durch die Terroristen, die aus Libyen kommen. Und ich habe kein Geld, um meine eigene Bevölkerung zu verteidigen. Ich kriege von niemandem einen Kredit, nicht von der Weltbank, nicht von der Entwicklungspolitik der Europäischen Union. Kein Land gibt uns Hilfe. Aber ohne Sicherheit kann ich auch keine Entwicklung betreiben. Was soll ich machen? Und wir haben uns jetzt entschieden, zu unterstützen, weil er mir gesagt hat, sie haben dann Blauhelmtruppen geschickt nach Mali, die Mission MINUSMA. Das sind viele Menschen aus Bangladesch, die kennen sich bei uns nicht aus. Ich habe Soldaten, die können es besser. Die können die Terroristen besser bekämpfen. Aber ich kann diese Truppen nicht finanzieren. Und wir haben uns jetzt entschieden, diese terroristische Eingreiftruppe der 5 Staaten der Sahelzone, Mauretanien, Burkina Faso, Niger, Mali und Tschad, zu unterstützen, ihnen mit unserem Know-how über militärische Operationen zu helfen und ihnen auch zu helfen, ihre Soldaten bezahlen zu können. Denn Soldaten, die nicht bezahlt werden, werden auch nicht gegen Terroristen kämpfen. Und auch das ist ein Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Wir können nicht überall unsere Soldaten hinschicken. Aber Soldaten zu befähigen, gegen die Feinde der Demokratie und der Entwicklung in den Ländern aufzutreten, ich glaube, das ist auch unsere Pflicht, obwohl wir wissen, dass Militärisches die Ultima Ratio ist und Deutschland der Meinung ist, Konfliktlösung heißt immer politische Anstrengung, Anstrengung zur Entwicklung, aber eben auch Herstellung von Sicherheit. Und den letzten Aspekt, den ich ansprechen möchte, ist, nach dem Zweiten Weltkrieg, der durch Deutschland angezettelt wurde, nach dem Holocaust, war die Weltgemeinschaft zu unglaublichen Taten fähig. Im Mai 1945 endete der Zweite Weltkrieg. Im Oktober war der Grundstein für die Vereinten Nationen gelegt. Man hat eine Charta der Menschenrechte entworfen, wie wir sie heute wahrscheinlich nie wieder zustande kriegten. Und damit hat etwas ähnlich wie nach dem Westfälischen Frieden stattgefunden, diesmal global, wo die Menschheit gesagt hat, wir müssen miteinander, multilateral, zusammen eine Ordnung schaffen, auf die Verlass ist und die den globalen Frieden und die Sicherheit schützen kann. Und dieser UN-Sicherheitsrat zum Beispiel, die UN-Vollversammlung, all die Organisationen der Vereinten Nationen, das funktioniert ja alles, da kann man viel Kritisches sagen. Mal so, mal so. Aber was ich schon mit Sorge sehe, ist, dass im Augenblick, und das ist vielleicht das, was uns am meisten beunruhigen muss, der Multilateralismus in einer wirklichen Krise ist. Ich habe das am Beispiel der Vereinigten Staaten von Amerika zum Iran-Abkommen gesagt. Ich kann das genauso zum Klima-Abkommen sagen. Ich kann das zu den Fragen der WTO-Abkommen sagen. Wenn wir immer sagen, wenn es uns mal nicht passt und wir international keine neue Ordnung hinbekommen, dann macht eben jeder, worauf er Lust hat, dann ist das eine schlechte Nachricht für die Welt. Und da müssen wir uns entscheiden. Und für Deutschland, jedenfalls für die Bundesregierung, kann ich sagen, wir entscheiden uns auch in schweren Zeiten für die Stärkung des Multilateralismus. Weil wir glauben, bei aller Unbeholfenheit, bei aller Unfertigkeit, dass dies der beste Ansatz ist, Win-Win-Situationen zu schaffen, Situationen zu schaffen, in denen alle sich einbringen können und dann hoffentlich auch Ergebnisse zu erzielen. Und das ist die Aufgabe, die jetzt drängender denn je vor uns steht. Und weil es eben gerade so ist, dass so eine heikle Zeit da ist, weil diejenigen, die eben die Schrecknisse des Zweiten Weltkrieges noch erlebt haben,
nicht mehr unter uns sind oder bald nicht mehr unter uns sein werden. Und weil ich jetzt mir auch mal angeschaut habe, Augsburger Religionsfrieden, der war 1555. Und dann war es auch genau ein Lebensalter, als 1618 lauter neue Akteure am Werke waren, die gedacht haben, ach, hier kann ich noch eine kleine Forderung mehr stellen und da kann ich noch ein bisschen härter rangehen. Und schwupps war die ganze Ordnung im Eimer. Und es brach der 30-jährige Krieg aus. Und deshalb ist die Zeit, in der wir jetzt leben, so wichtig, dass wir uns unsere Schritte gut überlegen, dass wir besonnen agieren, dass wir klar sind in der Sprache. Und meine Antwort heißt ein Bekenntnis zum Multilateralismus. Da wir auf einem Katholikentag sind, wage ich auch mit einem Bibelwort zu enden. Der Prophet Jesaja hat gesagt, das Werk der Gerechtigkeit wird Friede sein. Das Werk der Gerechtigkeit wird Friede sein. Und der Ertrag der Gerechtigkeit sind Ruhe und Sicherheit für immer. Und so muss die Reihenfolge lauten, wenn wir Frieden schaffen wollen. Ich freue mich jetzt auf die Diskussion. Vielen Dank, sehr verehrte Frau Bundeskanzlerin, für diesen meinungsstarken und wichtigen Impuls, den Sie uns eben geliefert haben. Ich möchte gern, bevor wir nun in Medias Res gehen, erst nochmal unsere Gäste vorstellen. Ich beginne mit unserem Gast aus dem Vatikan. Er ist Minister für Frieden und Gerechtigkeit von Papst Franziskus. Er setzt sich weltweit für religiösen Dialog ein, in seiner Heimat Ghana, aber auch in Deutschland, wo er schon einmal 4 Jahre als Pfarrer gewirkt hat und nun seit 14 Jahren im Vatikan. Begrüßen Sie mit mir bitte Peter Kardinal Türksen, Präfekt des Dikasteriums für die ganzheitliche Entwicklung des Menschen. Ja. Und unser dritter Gast auf dem Podium ist Friedensforscher und Entwicklungsökonom. Als ehemaliger Direktor des Stockholmer International Peace Research Institute, SIPRI, kennt er sich bestens aus mit den katastrophalen Wirkungen, die Krieg und Gewalt auf Armutsbekämpfung und menschliche Entwicklung haben. Bitte begrüßen Sie mit mir Professor Thälmann Brück. Ganz kurz noch ein paar technische und thematische Hinweise für unsere Debatte heute. Wir haben heute auf diesem Podium keinen Schwerpunkt zum Thema Syrien, nicht weil dieses Thema nicht wichtig wäre, sondern weil es an zahlreichen Podien auf dem Katholikentag schon abgehandelt wird. Natürlich bedeutet das nicht, dass Sie dazu keine Fragen stellen können. Da komme ich schon zum nächsten Hinweis. Es ist uns ganz wichtig, dass wir Sie, liebes Publikum, einbeziehen, ausführlich einbeziehen in die Debatte. Und zu diesem Zweck haben wir hier 2 Anwältinnen des Publikums sitzen, Lisa Meyer und Frau Dr. Carlies Appmeier. Und die beiden Anwältinnen des Publikums haben viele Helferinnen, die im Saal unterwegs sein werden, während wir hier debattieren und ihre Fragen einsammeln. Bitte schreiben Sie Ihre Fragen auf und überreichen Sie ihnen den Helferinnen. Die Fragen werden gebündelt und dann können wir sozusagen ausführlich auf Ihre Fragen eingehen. Wir haben uns dafür auf jeden Fall eine knappe halbe Stunde Zeit genommen. Zum Schluss noch der Hinweis, dass diese Veranstaltung simultan gedolmetscht wird, vom Englischen ins Deutsche und zurück. Empfängersets gibt es am Eingang und sollen dort auch wieder zurückgegeben werden, wenn die Veranstaltung vorbei ist. Okay? Nun wünsche ich uns allen eine gesegnete und gute Debatte
und würde gerne mit der ersten Frage an die Bundeskanzlerin anfangen. Sie hatten es eben erwähnt in Ihrem Impuls, den jüngsten Ausstieg aus dem Atomabkommen mit dem Iran durch die USA. Meine Frage, der Westen bildet keinen einheitlichen Block mehr. Das ist eine sehr bittere Erfahrung, die in diesem Zusammenhang, der wir uns stellen müssen. Muss Europa jetzt eine echte Friedensmacht werden? Eine Friedensmacht mit allem, was dazugehört. Also eigene Streitkräfte, eigene Verteidigungsdoktrin und auch eigene Außenpolitik und eigene Bündnisse. Wie würden Sie das beantworten? Naja, es ist ein schwerer Einschnitt, das muss man sagen. Mhm. Großbritannien, Frankreich und Deutschland, wir haben Kombinationen gehabt, wo Deutschland und Frankreich gegen Großbritannien und Amerika standen oder wo ein Teil Europas so rum war. Hier ist Europa geeint in seiner Haltung. Insofern ist das ein gravierendes Vorkommnis, das muss man sagen. Trotzdem ist es kein Grund, die gesamte transatlantische Partnerschaft in Frage zu stellen. Okay. Mhm. A, weil es viele, viele Dinge gibt, in denen wir die Dinge auch gemeinsam sehen, weil unsere Gesellschaften auch nach gleichen Werten organisiert sind. Und B, muss man ganz einfach sagen, dass Europa alleine auch als Friedensmacht nicht stark genug ist und wir mehr Verbündete brauchen. Und das geht jetzt gar nicht darum, ob wir nun gleich eigene Streitkräfte haben, europäische. Das ist ein langer Weg, das steht sogar unsere Verfassung noch etwas dagegen. Aber dass wir mehr kooperieren, dass wir die strukturierte Zusammenarbeit in Europa haben als Ergänzung zur NATO, das ist richtig und gut. Da können wir auch unseren vernetzten Ansatz von Sicherheit, politischer Lösung und Entwicklung besser auch deutlich machen. Aber wie gesagt, ich werde mich weiter für die transatlantische Partnerschaft einsetzen, wo immer das geht und inwieweit wir überhaupt dieses Abkommen am Leben erhalten können, wenn eine riesige Wirtschaftsmacht auch nicht mitmacht dabei. Das muss jetzt auch mit dem Iran besprochen werden. Wir hoffen das, aber da spielen viele Dinge eine Rolle und wir dürfen uns auch nicht stärker machen, als wir sind. Das kann auch zu schweren Fehleinschätzungen führen. Das heißt, in unserem Interesse ist es nach wie vor auch eine starke transatlantische Partnerschaft zu haben. Mhm. Ohne dass wir uns in die Tasche lügen, dass hier etwas Schwerwiegendes vorgefallen ist. Mhm. Vielleicht noch eine ergänzende Frage in diesem Bereich an Kardinal Turkson. Wie bewertet der Vatikan die Aufkündigung des Atomdeals? Bedeutet das, dass die religiös aufgeladenen Konflikte aus dem Nahen und Mittleren Osten verstärkt nach Europa und auch natürlich auf den afrikanischen Kontinent importiert werden oder exportiert werden in diesem Fall? Wie besehen Sie das? Well, I hope the present situation of withdrawal of the United States from this Iranian deal does not lead to the type of, you know, conflicts that we're talking about. I think we need to recognize that, as the French president said a short time ago, he was born after war in Europe. He has never experienced war. And to promote peace and lack of war in Europe, you formed the European Union to stop the fighting that European nations used to engage in among themselves. So to a large extent, there's an experience of peace in Europe among its members. The sense is that this peace is threatened from the outside. Mm-hmm. Okay, the Bundeschancellor listed a few ones in the Balkans, in Ukraine, in several other places. So what, in our case, from the point of view of the Vatican, it is of course regrettable that the unity that used to exist between, you know, the European partners and the, you know, American partners is being threatened by this episode. But I think the basic thing still needs to be that we need to encourage encounter and trust. There's no way we can safeguard peace only with weapons. To think about the fact that what is happening in North Korea teaches us a big lesson. The brandishing of weapons did not bring friendship and peace in North Korea. It is when the two presidents began to meet and talk,
It is dialogue and encounter which is developing the peace in North Korea. It's not because a president, you know, North Korea had weapons and America had that. The weapons do not really fashion peace. It's when we begin to engage, to encounter, to talk, to dialogue, and to build trust in each other that we're able to fashion peace. So yes, the withdrawal threatens the situation over here, but I think there is still the opportunity. There is still the opportunity for Europe, which is closer to Iran than the United States, Europe, which is closer to Ukraine than the United States, Europe, which is closer to the Balkans than the United States, to be able to discover the pathway of engagement, of dialogue, of trust building, to be able to ensure peace within this country. And that's what we have already begun working with. We have engaged the big nuclear countries once in the Vatican with a conference we did last February about the world free of nuclear weapons. And we have another engagement coming on between US and Russia about nuclear weapons. And so are we engaging the different sectors to help build trust and then help them engage and begin to talk to each other. So I'm very hopeful that this will not lead to any disaster. Ich hoffe, Ihr Wort in unserem Ohr. Dankeschön. Sie haben das Stichwort geliefert, es ist immer besser, Dialog zu pflegen, sagte auch die Bundeskanzlerin, Waffen können die Konflikte nicht lösen. Das ist natürlich in der jetzigen Zeit fast schon eine gewagte Aussage. Ich würde gerne Professor Brück und noch die Bundeskanzlerin noch mal daraufhin befragen. Sie haben es ja auch eben noch mal angedeutet und gesagt, wir müssen mit allen im Gespräch bleiben. Aber wo sind die Grenzen des Dialogs? Also mit wem kann man reden? Man kann mit Trump reden, man kann mit Erdogan reden, aber kann man auch mit Assad reden? Wo würden Sie da einen Schnitt setzen? Und auch Professor Brück, wo Sie sind gerade im Bereich Entwicklungszusammenarbeit, Friedenspolitik, Entwicklung, das sind ja auch unsere Schwerpunktpartner. Gerade auf dem afrikanischen Kontinent gibt es viele autoritäre Länder mit autoritären Regimen, wo wir einen großen Schwerpunkt der Entwicklungszusammenarbeit haben. Äthiopien, Ägypten, Ruanda, das sind unsere entwicklungspolitischen Partner, es sind autoritäre Regime. Wo sind die Grenzen des Dialogs und wie weit gehen wir? Oder gibt es keine Grenze des Dialogs? Ist es falsch, da eine Grenze zu setzen? Vielleicht erst die Bundeskanzlerin, dann Professor Brück oder Herr Brück. Ja. Ich habe schon so viel geredet. Fairness. Ich denke, außer dem politischen Dialog auf oberster Ebene ist es auch sehr wichtig, dass der Dialog die Menschen mit einbezieht. Denn Frieden kommt nicht nur von oben, sondern Frieden kann auch von unten entstehen. Und es ist wichtig, dass Menschen in diesen Ländern, gerade wenn es sehr arme Länder sind und sehr arme Menschen, sehen, dass sie eine Perspektive haben, dass man an sie denkt, dass es andere gibt, die ihnen helfen wollen, unabhängig von der politischen Ausrichtung ihrer jeweiligen Regierung. Darum denke ich, ist der Dialog, der am längsten andauern sollte, der mit der Bevölkerung. Das kann ein mündlicher, ein wörtlicher Dialog sein. Das kann aber natürlich auch heißen, dass man vor Ort den Menschen hilft, ihre Lebensgrundlagen zu verbessern, sodass sie Hoffnung haben, dass sie sich ernähren können, dass ihre Kinder zur Schule gehen können, dass sie eine bessere Perspektive haben. Und ich denke, gerade in Afrika ist das besonders wichtig und müssen wir sehr langfristig denken. Wir werden nicht kurzfristig massive Veränderungen herbeiführen können. Aber wir haben viele Regionen in Afrika in der Vergangenheit vergessen und nicht genug geholfen. Und das hat dazu beigetragen, die Instabilität, die wir jetzt im Kongo sehen, die wir um den Tschadsee herum sehen, im Niger, in Nigeria, in Tschad, in diesen Ländern, in Mali auch. Das hat diese Stabilität erst ermöglicht, weil vor Ort die Menschen vergessen worden waren und dort Räume geschaffen worden sind für autoritäre Strukturen und für terroristische Aktivitäten. Ja, also man kann das so ganz pauschal nicht sagen. Ich glaube schon, dass wir sehr weit gehen müssen bei der Frage, mit wem wir reden. Ich werde ja auch, wenn ich auf Reisen gehe, oft begleitet mit einem ganzen Rucksack voller Forderungen, wenn ich mit Präsident Erdogan rede oder mit Präsident Putin oder
dann wird mir immer gleich noch gesagt, was ich bitte auch noch alles ansprechen soll und machen soll und möglichst lösen soll. Da muss man dann auch überlegen, wie ordne ich die Reihenfolge der Probleme. Ich kann natürlich nicht alle Probleme auf einmal lösen. Und man muss dann natürlich auch, wenn man etwas erreichen will, die Person, mit der man redet, auch natürlich ernst nehmen. Es darf nicht nur so eine Fensterrede sein, wo ich jetzt sage, wovon ich überzeugt bin, dann fühle ich mich stark und toll, aber der andere wird sich dann natürlich keinen Millimeter bewegen. Ich persönlich bin zum Teil auch etwas restriktiv, dass ich sage, ich rede auch nicht mit jedem. Ich habe zum Beispiel mit Gaddafi eigentlich nie bilateral geredet, weil ich da mir gedacht habe, da wirst du auch bei dem Reden nichts erreichen. Manchmal muss man auch erst das Umfeld schaffen, zum Beispiel, was Sie auch gesagt haben, indem man mit vielen rumherum, mit den normalen Menschen spricht, um dann vielleicht einen Punkt zu haben, den man erreichen kann in einem solchen Gespräch. Also nicht reden mit zum Beispiel ist das ein großes Thema, redet man mit den Taliban in Afghanistan? Und da würde ich sagen, ich persönlich würde das nicht tun, aber wenn die afghanische Regierung und Diplomaten und Menschen, die im Umfeld sind, das langsam vorbereiten, dann kann das nach einer gewissen Weile auch dazu führen, dass dann vielleicht Politiker höherer Aufgaben oder also mit einer höheren Funktion dann auch das machen, wo das natürlich dann auch immer öffentlichkeitswirksam ist. Eine Sache, die ich übrigens die ich ein bisschen bedauere gegenüber den Jahrzehnten vorher, heute haben wir natürlich eine sehr transparente Öffentlichkeit. Ich finde das auch im Grundsatz richtig. Aber früher gab es auch sehr viele Gespräche, die wurden nicht immer pressemäßig begleitet und endeten jedes Mal mit einer Pressekonferenz, sondern Leute haben einfach auch ganz lange miteinander geredet, ohne dass jetzt schon etwas öffentlich wurde. Und vielleicht ist diese Tugend ein bisschen verloren gegangen. Das ist manchmal auch wichtig. Man hat nicht nach einer Stunde reden. Und da ist der Vatikan natürlich in der besseren Lage. Der Vatikan in einer besseren Situation als ich, weil da nicht permanent Pressekonferenzen hinterher gegeben werden müssen und jeder muss sich dann wieder auch kraftvoll darstellen. Also man muss die richtige Mixtur auch, wie rede ich, kann ich schweigen, kann ich etwas auch eine Weile lang im Raum stehen lassen, ohne dass es öffentlich besprochen wird, und dieses Instrumentarium muss man breit ausnutzen. Und dann gibt es die indirekten Reden. Ich rede zum Beispiel nicht mit Assad, aber ich rede natürlich mit Herrn Putin und der weiß, dass der mit Herrn Assad redet oder mit Erdogan. Manchmal kann man auch indirekt Botschaften natürlich setzen. Also es gibt... Gott sei Dank. Okay. Sie haben es eben schon erwähnt und es steht ja auch im Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung, nicht Flüchtlinge sollen bekämpft werden, sondern die Fluchtursachen. Ich würde gerne Kardinal Türksen fragen, wie dieses Motto für ihn klingt, gerade angesichts des jahrzehntelangen Terrors von Boko Haram in Nigeria und auch in Mali, wo ja die Bundeswehr mit an einer Friedensmission wirkt, ist diese Bekämpfung von Fluchtursachen bis jetzt, würde ich sagen, eher weniger erfolgreich. Halten Sie diese Maxime, so ehrenwert sie auch ist, vielleicht nicht für eine außen- und ja auch entwicklungspolitische Überschätzung? Kann man überhaupt Fluchtursachen erfolgreich bekämpfen oder man kann natürlich die Hoffnung haben, aber ist das eine realistische Hoffnung angesichts des Terrors von Boko Haram? Yes, I say it's realistic, but you put two things together that I would not necessarily put together, the issue of refugees and the issue of terrorism. Refugees are not all necessary terrorists, neither are terrorists always. So there are two issues. Like if we're talking about Boko Haram, the situation in Mali and all of that, we know we're dealing with a clear terrorist conflict situation. A lot of refugees on the move are put on the road because of conflicts in their homes, because of climate change and global warming that has made their world and environment difficult to live in, or because they have a very hostile regime. And so for very many reasons, people are on the move. But if we take the continent of Africa,
The people on the move from Africa who cross the Mediterranean to Europe are a mere fraction of those who move within the continent itself. So the more displaced and refugee or migrant movement within the continent than those who have the courage to cross the Mediterranean to come over to Europe and all of that. But all of that said, my own solution to this, as you know, Pope Francis has been spearheading this process of migration, and he set up an office which he leads personally. Okay, there is a department of our dicastery, Migrants and Refugees and Human Trafficking, which the Pope says no, he would take personal charge of that. So that group meets with the Pope once every month to plan the issue of refugees, what to deal with it. And he's suggesting that we treat the refugee issue with four verbs: to welcome, to accompany, to promote, and then to help integrate these people. On the other hand, and realistically looking at every situation, like the development, you know, officer said, my own suggestion is that we deal with the refugees issues in two ways. We appreciate what Europe and the European Union is doing, providing, you know, means of welcoming and receiving people and trying to integrate them within the society and all. But I think we should also do something where they come from. Mm-hmm. We should do situations in such a place. It's almost like a tap which is running. We can limit ourselves to mopping the water, but if we don't turn off the tap, we shall forever be mopping water. And we don't want to mop water forever. So at a certain point, we need to find a way of turning off the tap. And we do that with some of the development measures that, you know, the Chancellor has said, and, you know, he's also said, we need to promote development in some of these places. In the case of Africa, Africa should not only be the producer of raw materials for industries in Europe. These raw materials can now begin to also generate factories and industries out there on the continent. And we start on this. With a group that I'm in touch with in Munich, we're trying to see how we can. For example, Ghana produces chocolate, right? Cocoa. Mm-hmm. But we do not always need to export cocoa. Can we begin to process cocoa into chocolate in Ghana? We say that is possible, but we don't have a milk. We don't, the atmosphere does not support milk producing cows. So the idea is, can we bring cows from Bavaria, create greenhouses which do not produce green, and then have them produce milk so we can produce chocolate? We're beginning to get innovative and creative in this regard, mm-hmm. you know? So that is what we're thinking of doing. We should not be just raw material producers to nourish factories outside. We should gradually try to also bring production and whatever to some of these producing countries. Cobalt from Congo. The big conflict in the Great Lakes area is because of mineral resources. But they all mine to take care of our mobile phones and our computer batteries, and even now, batteries in cars. The documentary the other day was asking car producers, car manufacturers, whether anybody can stand up and say that the material it uses in its car production is free from child labor. Nobody could say that. Mm-hmm. But I think gradually it's becoming possible to, you know, check and to do this. So in the light of that, governments deal with governments. But our appeal is that sometimes where there's bad governance which does not promote growth or local industry, let us discover alternatives. And this is what Pope Francis is charging our office to do, to encourage local bishops and churches to be innovative with production of productive services to provide jobs and whatever for people. So that's what our office is there to do, and we're glad to help realize the big Marshall Plan that your government is working on to be able to make a change in this regard. Mm-hmm. Dankeschön. Dankeschön, Kardinal Turkson. Ich
Ich denke, da ist jetzt der Entwicklungsökonom gefragt. Das war ja eine Steilvorlage. Das Problem ist ja, dass wir oft die Chancen, die wir im Frieden haben, ja nicht ergreifen. Stichwort WTO, Doha-Entwicklungsrunde, die leider nicht abgeschlossen wurde und wo viele auch Forderungen, berechtigte Forderungen von Entwicklungs- und Schwellenländern ja eben nicht multilateral anerkannt worden sind. Daher meine Frage an Sie. Die Bundesrepublik ist ja an 13 Auslandseinsätzen und Friedensmissionen beteiligt, eben auch auf mehreren auf dem afrikanischen Kontinent. Wie sehen Sie das sozusagen? Tragen diese Missionen effektiv dazu bei, zum Nation-Building und zur Demokratiebildung, damit dann eben Entwicklungsprogramme auch wieder möglich sind, eben wie Sie Kardinal Turkson erwähnt hat? Oder wie würden Sie einfach, wenn Sie eine Bilanz ziehen, wie würden Sie das bewerten? Ja, ich glaube, ganz wichtig ist festzustellen, dass Entwicklung ohne Sicherheit nicht möglich ist, aber Sicherheit auch ohne Entwicklung nicht möglich ist. Die beiden Konzepte bedingen sich notwendigerweise gegenseitig. Aber allzu oft denken wir nicht an Sicherheit oder denken wir nicht an Frieden, sondern sind wir nur verfangen in einer wirtschaftlichen Diskussion. Schauen wir uns Armut an, schauen wir uns wirtschaftliche Produktionsprozesse an, überlegen wir uns, wie die Wirtschaft voranbringen können und vergessen zu fragen, ist es überhaupt möglich, an diesem Ort oder in diesem Land wirtschaftliche Prozesse auch abzusichern? Kann ich zum Beispiel, wenn ein Vertrag nicht eingehalten wird, kann ich zu Gericht gehen? Kann ich zur Polizei gehen? Kann ich meine Rechte einklagen? Gibt es Rechtsstaatlichkeit in diesem Kontext? Oder gilt auch hier innerhalb eines Landes nur die Macht des Stärkeren? Und wenn das der Fall ist, dann habe ich in dem Land kein Frieden, dann werde ich aber auch keine gerechte wirtschaftliche Entwicklung haben. Dann werden die Reichen vielleicht immer reicher, aber wahrscheinlich die Armen auch immer ärmer. Und darum sind die Fragen nach Frieden und die Fragen nach wirtschaftlicher Entwicklung ganz stark miteinander verknüpft. Jetzt ist die zweite Frage, ob ich mit Auslandseinsätzen der Bundeswehr diese Sicherheit eventuell schaffen kann. Und ich würde sagen, in einigen wenigen Situationen ist das wahrscheinlich möglich, gerade wenn es droht, eine Gewaltspirale oder ein Abrutschen in ein ganz tiefes Loch der Gewalt oder der Unsicherheit. Hätte man vielleicht den Genozid in Ruanda verhindern können, wenn es eine internationale Eingreiftruppe gegeben hätte damals? Vielleicht, das ist denkbar. Aber wir können nicht, weder wollen wir das sozusagen moralisch, noch können wir das praktisch überall in der Welt Polizist sein, wo die örtliche Polizei ihren Job nicht machen kann. Darum ist es so wichtig, indirekt auch zu helfen und diese legitime Ausübung staatlicher Gewalt zu fördern. Denn es geht ja darum, dass die Unrechtsakteure und die illegal Handelnden, dass die eingegrenzt werden, aber durch ein demokratisch legitimiertes Verfahren, also durch Polizei und Militär, die wiederum ihren eigenen Ländern demokratisch und ihren eigenen Bürgern demokratisch verbunden sind. Das ist das ganz Entscheidende. Wenn das nicht gegeben ist, dann sind es Unrechtsstaaten und dann sollten wir auch diesen Staaten nicht helfen, ihre Polizei oder ihre Armee zu stärken. Also in wenigen Fällen kann man helfen, manchmal. Mhm. Ja, bevor wir die Debatte mit Ihnen, liebes Publikum, eröffnen, möchte ich gerne noch eine Frage an die Bundeskanzlerin loswerden. Sie hatten es eben auch schon erwähnt, sicherlich sitzen hier im Publikum viele ehrenamtliche Flüchtlingshelfer und das Thema Flüchtlingspolitik und wie geht es weiter, ist natürlich ein Thema, was uns alle sehr brennend interessiert. Meine Frage an Sie: Wird die Bundesregierung künftig mehr Kontingentflüchtlinge aufnehmen als Asylbewerber, die übers Mittelmeer kommen? Und schaffen wir es in dieser Legislaturperiode, ein Einwanderungsgesetz zu verabschieden, das eben das legale Einwanderungsmöglichkeiten für Menschen, die nach Deutschland können und kommen wollen, schafft? Ja, wenn ich darf, vielleicht noch kurz zu dem vorherigen Gang etwas, weil ich das nochmal unterstreichen möchte. Erstens, Entwicklung muss stattfinden. Und deshalb habe ich erst nochmal darauf hingewiesen, ich bin so froh, dass sich die afrikanischen Staaten inzwischen auch selber besser artikulieren. Denn Entwicklungshilfe, die letztendlich auf Passivität stößt und der Empfänger vielleicht lokal begeistert ist, aber das Ganze nicht eingebaut ist in ein wirkliches Entwicklungskonzept eines Landes, das ist natürlich auch schwierig. Und wir haben, und zur Entwicklung gehören eben auch große Infrastrukturprojekte. Ich meine, wenn ein
für mich immer noch schockierend großer Anteil der afrikanischen Bevölkerung überhaupt keinen Zugang zu Elektrizität hat. Wie wollen wir dann von Entwicklung sprechen im Sinne dessen, was wir verstehen? Und insofern muss man ja solche Dinge auch erstmal als Voraussetzung schaffen, um kleinen Unternehmen eine Chance zu geben. Unsere Entwicklung hat stattgefunden, ja nicht durch staatliche Leistungen, auch, immer auch, aber die wirkliche Explosion einer Entwicklung werde ich doch nur schaffen, wenn ich ein Umfeld hinbekomme, in dem ich auch private Entwicklung ermögliche. Kofi Annan hat sehr stark den Schwerpunkt jetzt darauf gesetzt, wie kann ein eigener afrikanischer Mittelstand in den einzelnen Ländern entstehen. Mhm. Dazu wiederum brauche ich funktionierende Kreditvergaben, Banken, wo ich nicht 20-25% Zinsen zahle. Wie will ich mit 25% Verzinsung, weil überall keiner dem anderen glaubt, dass er das Geld zurückkriegt, wie will ich da jemals irgendwie einen Kredit aufnehmen? Wer soll das bezahlen? Das sind dann immer nur die wirklich Reichen, die letztlich wieder Monopole erzeugen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir eine Initiative in Afrika haben wie NEPAD, Länder, die sich verpflichten, Good Governance zu haben. Und deshalb versuchen wir auch mit unserem Compact with Africa, den wir bei G20 aufgelegt haben, das ganze Umfeld so zu ordnen, dass auch ausländische Investoren sagen, da kannst du hingehen, da brauchst du keine Angst zu haben. So, und diese Dinge sind ganz wichtig. Und das, was mich das führt uns jetzt weit, mit Afrika umtreibt, ich will es hier nur noch mal positioniert haben, ist natürlich, wir haben eine Verantwortung für die Entwicklung in Afrika. Nicht nur, weil wir sonst viele Flüchtlinge haben, sondern weil wir mit dem Kolonialismus über Jahrzehnte und Jahrhunderte, muss man ja fast sagen, als Europäer, jetzt rede ich nicht nur für Deutschland, dort viel Schaden angerichtet haben. Nämlich den Schaden, dass wir den Menschen... Dass wir ganzen Generationen sozusagen ja es nicht ermöglicht haben, Verantwortung für ihre eigenen Länder zu übernehmen. Und jetzt sagen wir, wie auf Knopfdruck, du musst es aber bitte schön schaffen, die Kolonialisierung 2063. Warum heißt der Plan 2063? Weil dann 100 Jahre Selbstständigkeit und Befreiung der vieler afrikanischer Staaten da ist. Das sind dann erst 100 Jahre her. Im Jahre 2018 ist das viel weniger. Und nach Jahrhunderten der Fremdbestimmung sollen nun wie auf einen Knopfdruck plötzlich alle Unternehmer werden und super regieren und alles ganz toll machen, da sind natürlich langfristige Schäden entstanden. Und Deutschland hat sich ja dadurch hervorgetan, dass wir da, glaube ich, 1870 oder so diese wahnsinnige Konferenz hatten, wo die afrikanischen Grenzen gezogen wurden. Mhm. Zack, zack. Wenn Sie jemanden aus Nigeria treffen und der sagt mir dann, wissen Sie, wo meine Cousins wohnen? Die wohnen in Burkina Faso und die wohnen in Mali und die wohnen in Niger. Das hat alles aber im Norden meines nigerianischen Landes, da wohnen überhaupt nicht meine Verwandten. Die wohnen alle in anderen Ländern. Da haben wir uns überhaupt nicht angeguckt, was wir da machen. Und dafür tragen wir auch heute noch Verantwortung und das müssen wir, finde ich, immer mitsehen. So, jetzt sind wir schon fast. Und Bischof lacht. Ich hoffe, Sie lachen mich nicht aus. Jetzt zurück zu den Flüchtlingen. Wir wollen legale Formen der Zuwanderung, der Einwanderung und nicht Menschen, die ihr Leben aufs Spiel setzen müssen, die Geld an mafiotische Strukturen geben, die entweder parallel Rauschgiftschmuggel machen oder Waffenschmuggel oder wieder Menschen in Bedrängnis bringen. Und das ist genau der Punkt, wo wir uns dann auch klar werden müssen. Deshalb habe ich zum Beispiel mit viel Kritik das Abkommen mit der Türkei geschlossen, weil ich gesagt habe, es kann nicht sein, dass an der Ägäis hunderte Menschen umkommen, die Menschen von dem wenigen Geld, was sie nicht haben, dort ausgebeutet werden und Staaten miteinander nicht in der Lage sind, Regeln zu finden, wie sie das machen wollen. Und deshalb geht es um Fachkräftezuwanderung. Wir haben zum Beispiel auf dem westlichen Balkan sehr gute Erfahrungen jetzt gemacht. Wir haben gesagt, ihr seid sicheres Drittstaatenland. Wir haben hier kaum genehmigte Asylanträge aus Albanien oder Serbien oder anderen Ländern. Aber wir eröffnen euch einen Weg eines legalen Kommens, nämlich wer einen Arbeitsplatz in Deutschland nachweisen kann, der kann bis zu einem bestimmten Kontingent kommen. So können wir es mit Studienplätzen machen, so können wir es mit Facharbeiterausbildung machen und so müssen wir jetzt mit jedem afrikanischen Land, das ist natürlich viel, viel Arbeit, erst einmal sagen, ihr müsst dann auch bereit sein, mit uns die illegale Migration zu bekämpfen
Und im Gegenzug offerieren wir euch aber auch legale Möglichkeiten, an unserer Expertise, an unserem Wissen oder an unseren Möglichkeiten teilzuhaben. Und so muss das langsam gemacht werden. Und das ist ein Prozess, der wird eine Weile dauern. Und ansonsten möchte ich denen, die sich für Flüchtlinge einsetzen, denn die Menschen, die hier ankommen, das ist dann die Würde jedes Einzelnen. Die müssen natürlich menschlich behandelt werden, die müssen eine Chance bekommen, die können für dieses System nichts. Und deshalb sage ich all denen, die sich für Flüchtlinge engagieren, ein ganz herzliches Dankeschön. Das Einwanderungsgesetz, kommt das? Nur noch zum Schluss. Können Sie das noch mal konkretisieren, ob das Einwanderungsgesetz in dieser Legislaturperiode kommt? Ja, wir haben uns das ja vorgenommen. Wir haben gesagt, wir werden ein Fachkräfte-Einwanderungsgesetz machen. Ich meine, was übersehen wird, ist, Sie können ja heute, gibt es schon viele Möglichkeiten, insbesondere in den spezialisierteren Berufen, zu uns zu kommen. Aber wir werden das jetzt rechtlich regeln, über die sogenannte Blue Card hinaus. Und das würde ich mal in 2 Jahren haben wir das spätestens. Kann auch schneller gehen. Super. Es eilt. Mhm. Wir müssen ganz klar unterscheiden, damit keine Missverständnisse aufkommen. Das eine ist ein Gesetz, das Fachkräfte zu uns lässt, die wir in unserem Interesse brauchen. Wir haben 500.000 nicht besetzte Arbeitsplätze. Und da sagen wir, so ein Gesetz wollen wir haben. Da können Menschen mit Fähigkeiten und Fertigkeiten zu uns kommen. Das ist aber zu unterscheiden von unserer humanitären Verantwortung. Die wird nicht nach der Frage ausgerichtet, als Flüchtling darf nur noch kommen, wer das und das kann, sondern da sagt uns zum Beispiel der UNHCR, das UN-Flüchtlingswerk, hier haben wir so und so viele, das machen wir jetzt, haben wir gerade ein Kontingent von 20.000 angenommen, sogenannte vulnerable persons, also Personen, die sehr verwundbar sind, die krank sind, die schwierige Schicksale haben oder die eben Hilfe besonders brauchen. Und auf die Empfehlung des UNHCR hin nehmen wir diese Personen dann auf. Da fragen wir nicht, bist du Softwareingenieur oder Pflegekraft, sondern das ist dann eine humanitäre Aufgabe, der wir uns auch stellen, aber eben nicht Menschen, die dafür sehr viel Geld bezahlt haben, sondern Menschen, die das über einen legalen Weg denen das über einen legalen Weg ermöglicht wurde. Danke. Ja. Die Zeit läuft. Ich möchte jetzt ganz schnell und ganz dringend das Wort an die Anwältin des Publikums übergeben, die sicherlich schon viele Fragen haben, und Sie dann jeweils bitten, zu den Fragen Stellung zu nehmen. Ja, wir haben sehr viele Fragen von Ihnen bekommen. Es waren auf alle Fälle weit über 100. Vielen herzlichen Dank dafür. Und wir haben jetzt die größten Fragekomplexe rausgesucht und dann vielleicht noch ein, zwei einzelne Fragen aus diesen Bereichen herausgesucht und steigen gleich ein. Ja, fang du doch an bitte mit der Frage nach der Jugend, das passt zum BDKJ. Gut, dann steige ich gleich mit der ersten Einzelfrage ein. Und zwar, sehr geehrte Frau Merkel, was ist Ihre Meinung zu Jugendorganisationen, die im Mittelmeer Geflüchtete retten? Fragt der Bruno, 13, aus Hamburg. Ja, meine Meinung ist, dass egal, ob es Jugendorganisationen oder andere Organisationen sind, es immer wichtig ist und auch, dass man dankbar sein muss, dass Menschen sich mit der Rettung von Leben befassen. Ob das nun die Jugendorganisationen sind oder ob das auch zum Teil unsere Bundeswehr war, die in der Mission Sophia das macht. Jedes gerettete Menschenleben ist ein wichtiges Menschenleben. Die Frage, die natürlich, die hätte man mir ja nicht gestellt, wenn es nicht Komplikationen gegeben hätte, wo sich diese Jugendorganisationen auch schlecht behandelt gefühlt haben. Aber man muss dann sagen, dass sich natürlich auch man sich auch an bestimmte Regeln halten muss. Und der Konflikt, wenn ich mich recht erinnere, ging um die Frage,
was passiert in den libyschen Hoheitsgewässern und wenn die libysche Küstenwache selber dort agiert, wie weit dürfen solche Schiffe dann da rein und wie weit kann man oder was sind dann die Befugnisse? Und da muss man sich natürlich, auch wenn man findet, dass die libysche Küstenwache sehr schwach ist, trotzdem auch an die staatlichen Regeln halten. Das heißt, dass wenn die libysche Küstenwache ordentlich arbeitet, man auch bestimmte Regeln einhalten muss, wenn man in libyschen Gewässern agiert. Und darüber ging der Konflikt. Und ich glaube, dass jeder dann Anspruch hat, seine Sicht der Dinge darzustellen. Aber dass wir eigentlich wollen, dass es auch staatlich, dass Staaten auch in ihrem Territorium die ordentliche Sicherheitskräfte haben, so wie Professor Brück das gesagt hat. Also es kann nicht sein, um es mal ganz hart zu sagen, darum geht es ganz zum Schluss, dass wir von Europa die Schlepperstrukturen dadurch stützen, dass wir aus den wirklich dramatischen, schlechten Lagern, wo der UNHCR auch versucht, die Menschen rauszukriegen, quasi direkt die Menschen abholen und sagen, jetzt kommt ihr nach Europa. Damit unterstützen wir im Grunde falsche Strukturen. Und im Endprozess gedacht, ist das die Frage, um die es geht. Ich würde gleich die nächste Frage nochmal anschließen oder die nächsten beiden Fragen, weil sie bleiben sozusagen in diesem Komplex Frieden von unten, also was auch hier schon mal im Podium diskutiert wurde oder angesprochen wurde. Und es war eben nochmal die Frage von Frieden von unten, also wenn sich Menschen begegnen. Und da sind zwei Fragen nochmal entstanden, die sehr konkret sind, aber auf die man, glaube ich, auch gut vielleicht nochmal sehr konkret antworten kann. Die eine Frage ist, warum es gerade dann Jugendlichen aus Entwicklungsländern so schwer gemacht wird als Austauschschüler oder wenn sie sozusagen zum Jugendaustausch oder als Freiwilligendienstleistende nach Deutschland kommen wollen, warum das so schwer möglich ist. Das ist wahrscheinlich eine sehr starke Praxisfrage oder aus der Praxis. Und die zweite, die ich gleich anschließen möchte und die vielleicht auch für die Kollegen von Ihnen auf dem Podium nochmal interessant sind. Wie können denn zum Beispiel Organisationen wie Sant'Egidio, die also Friedensstrukturen aus der Zivilgesellschaft heraus, auch aus kirchlichen Strukturen heraus, nochmal gestärkt werden, damit sie für den internationalen Dialog, für die internationale Konfliktlösung nochmal einen wichtigen Beitrag leisten, also wie auch zivilgesellschaftliche, kirchliche Strukturen da nochmal gestärkt werden können? Kurz anfangen. Mein letzter Aufenthalt oder als Bundeskanzlerin jedenfalls in Münster war bei Sant'Egidio, als sie in Münster waren vor, glaube ich, etwas weniger als einem Jahr. Und ich möchte deshalb einen herzlichen Gruß an Sant'Egidio senden, die eine ganz, ganz tolle Arbeit machen. Und dann aber auf Ihre Frage zu sprechen kommen, warum wird das so schwer gemacht? Ich vermute jetzt Folgendes. Wir brauchen mit bestimmten Ländern bestimmte Verfahrensabsprachen. Das heißt, wenn ein Austauschschüler oder jemand, der ein freiwilliges Jahr machen will, aus Ghana oder aus Ruanda oder wo immer herkommen will, dann müssen wir wissen, ob das Land dann auch mit uns zusammenarbeitet, wenn derjenige zum Beispiel nicht wieder zurückgehen will. Denn man muss wissen, so ein Austauschjahr ist dann ein Austauschjahr. Das berechtigt aber nicht zum lebenslangen Aufenthalt in Deutschland sofort. Und wenn wir diese Sicherheit nicht haben, dann tun wir uns etwas schwerer, als wenn wir wissen, mit dem Land haben wir eine sehr, sehr gute, transparente Kooperation und deshalb müsste man sich das Land anschauen und wer jetzt große Probleme hat, kann mir da sicherlich, also ich, wer jetzt einen speziellen Fall hat, kann man mir schreiben und dann gucken wir uns das Land an, was das betrifft. Gut. Ich mach, bitte. Und auch was dazu sagen? Ja. Vielleicht so. Zur zweiten Frage. Ich weiß nicht, ob ich jetzt 10.000 Briefe kriege, aber zu wünschen wäre es ja, dass es mehr Austausch gibt. Also von daher, vielleicht sollte, wäre es schön. So wie innerhalb Europas ja auch, angefangen vielleicht mit der deutsch-französischen Jugendarbeit, später Erasmus. Ich glaube, das sind sehr bereichernde Erfahrungen. Und das ist auch ein Beispiel für Friedenarbeit, auch in Europa, auch in der Generation, wo es viele Menschen gibt, die den Krieg in Europa nicht mehr persönlich erlebt haben. Dann zumindest den Frieden und den Austausch zwischen den Staaten zu erleben. Das, was uns vielleicht verbindet und vielleicht auch
auch nicht, das persönlich zu erleben. Ich glaube, das stärkt Europa und das stärkt den Frieden. Das für den Süden und Norden, den Austausch zu wünschen, das wäre sehr, sehr gut. Leider ist es aber auch so, dass wir oft nicht wissen, wie Frieden vor Ort gebaut werden kann. Es gibt viele Bemühungen in die Richtung, aber unser Wissen, jetzt als Wissenschaftler gesprochen, darüber, welche Prozesse am besten wirken, was man zum Beispiel auch in der Entwicklungszusammenarbeit machen kann, um über Entwicklungszusammenarbeit wieder den Frieden zu stärken. Welche Instrumente wirken gut, welche wirken nicht so gut? Da ist unser Verständnis noch nicht so weit wie meinetwegen in anderen technischen Bereichen, wie im Agrarbereich, wo wir vieles wissen, oder im schulischen Bereich oder im Gesundheitsbereich. In diesen eher technisch orientierten Bereichen haben wir einen viel besseren Erfahrungsschatz über Effektivität von Instrumenten. Und wie wir Frieden bauen, das ist immer noch sehr stark verbunden mit Ausprobieren. Und das sollte man ermutigen und unterstützen, aber gleichzeitig sollten wir auch systematisch daraus lernen, um gezielter eingreifen zu können und um in Situationen, wo es kriselt, dann auch stark präventiv eingreifen zu können. Denn es ist immer einfacher und immer kostengünstiger, präventiv den Frieden zu stärken, als hinterher versuchen, mit oder ohne Bundeswehr den Krieg zu beenden. Große Sorgen bereitet vielen Fragern die Politik der USA. Und sie fragen sehr konkret, wie man denn vor allem vor dem Hintergrund der Politik gegenüber dem Iran, wie kann man noch auf den Präsidenten der USA reagieren? Wie wollen Sie mit ihm sprechen? Naja, also erstmal will ich sagen, wir müssen, oder ich würde empfehlen, dass unsere Sorgen sicherlich auch in die USA gehen, aber meine Sorgen gehen schon auch sehr in den Iran und noch ganz andere, denn wenn ich mir einfach mal anschaue, was da zum Beispiel zwischen Saudi-Arabien und Iran sich abspielt im Jemen, wir sind sehr auf Syrien jetzt konzentriert, im Jemen gibt es wahrscheinlich zwischen 15 und 17 Millionen Menschen, die akuten Hunger leiden, und nur weil die Bilder uns nicht erreichen, sind wir im Augenblick nicht so davon beeindruckt, aber das ist eine unglaubliche Katastrophe, und an der hat der Iran ein hohes Maß an Mitverantwortung, und insofern dürfen wir jetzt auch die Dinge nicht verschieben. Mit den Vereinigten Staaten von Amerika reden wir natürlich, das ist ja klar. Aber wir haben auch etwas erlebt. Es ist der Präsident Trump gewählt worden, und der Präsident mit einem demokratischen Prozess. Und Präsident Trump hat eine Bevölkerung oder ist von einer Gruppe der Bevölkerung gewählt worden, die für sich gesagt hat, wir haben uns nicht richtig wiedergefunden in der Politik der Vereinigten Staaten von Amerika. Und wenn man einmal sieht, Afghanistan, Syrien, Irak, sehr viel militärische Einsätze, die alle nicht so eine Erfolgsgeschichte waren wie das Ende des Kalten Krieges. Und die Menschen sagen jetzt, wir wollen uns um diese viele Dinge nicht mehr so kümmern, wie wir es gemacht haben. Das ist für uns zum Teil eine neue Nachricht, auf die wir uns einstellen müssen. Es wird im Übrigen auch gesagt von den Vereinigten Staaten, warum sollen wir eigentlich uns für eure Sicherheit so einsetzen? Wir geben 3,4% des Bruttoinlandsprodukts für militärische Ausgaben aus. Die Terroristen sind vor der europäischen Haustür, sie sind nicht vor unserer Haustür. Ihr gebt 1,2 oder 1,3% in Deutschland aus. Ist das eigentlich gerecht? Ihr seid doch auch ein reiches Land. So, und diese Fragen sind früher sowieso nicht gestellt worden. Wir haben uns daran gewöhnt, dass im Kalten Krieg die Vereinigten Staaten von Amerika zusammen mit Frankreich und Großbritannien schon für unsere Sicherheit sorgen. Das ist ein Vierteljahrhundert her, und heute wird da ganz anders drüber nachgedacht. Und wird gesagt, das ist alles vor eurer Haustür, und da müsst ihr euren Anteil mit sozusagen beitragen. So, und darüber müssen wir sprechen, und darüber spreche ich auch mit dem Präsidenten. Aber ich sag mal, ich habe da auch schwere Diskussionen, weil er mich eben einfach fragt. Er sagt, ihr habt einen Handelsüberschuss, ihr exportiert eure Autos, euch geht es wirtschaftlich gut. Warum kann eigentlich ein Land wie Polen 2% für die Verteidigung ausgeben, ein Land wie Deutschland nicht? Und dann kommt natürlich noch hinterher, der Nächste sagt mir dann, ihr gebt noch nicht mal 0,7% für Entwicklungshilfe aus. Deshalb haben wir jetzt ja auch die Kopplung gemacht, um zu sagen, das ist uns gleich viel wert.
Und jetzt, diese Frage wird noch viel drängender werden. Und dann kommen natürlich die anderen und sagen, guck mal, wie es in unseren Pflegeheimen aussieht, wie es in unseren Straßen aussieht. Wir brauchen Breitbandausbau. Das sind alles miteinander konkurrierende Interessen. Aber im Außenpolitischen haben wir im Augenblick da auch harte Diskussionen. Kehrt vor eurer Haustür, das haben Sie gerade gesagt. Das passt zu der großen Frage, die viele gestellt haben. Wie sieht es in Europa aus? Wie sieht der Zustand Europas aus angesichts der auseinanderdriftenden Interessen innerhalb auch der europäischen Gesellschaften, nicht nur innerhalb Europas von West nach Ost, sondern auch innerhalb der Gesellschaften? Wie kann Europa mit einer Stimme sprechen oder möglichst einer Stimme sprechen, auch getragen von ihren Bevölkerungen? Ja, ich meine, indem Europa sich vor allen Dingen um die Sachen kümmert, die kein Land alleine hinbekommen kann und schaffen kann. Und das, da haben wir bei allem, was wir zu kritisieren haben, auch an Demokratieentwicklungen und einem Umgang mit Flüchtlingen in einigen europäischen Ländern, haben wir doch ein paar Erfolge auch erreicht. Wir haben jetzt eine gemeinsame Zusammenarbeit beim Außengrenzenschutz. Auch da hat sich Deutschland nicht nur mit Ruhm bekleckert. Wir haben früher gesagt, wir liegen ja in der Mitte Europas. Lass doch mal die Italiener und Spanier gucken, wie sie mit den Flüchtlingen klarkommen. Da kümmern wir uns nicht so drum, bis es uns dann eben auch, bis wir gemerkt haben, dass wir da auch betroffen sind und dass wir unseren Raum der Freizügigkeit auch gar nicht erhalten können, wenn wir nicht auch hier gemeinsam Verantwortung übernehmen. Wir haben, glaube ich, jetzt bei der Entwicklung eines digitalen Binnenmarktes schon einige Dinge vorangebracht. Und wir müssen natürlich mit Respekt miteinander umgehen. Es gibt Menschen, es gibt Länder, ich will das nicht alles unterstützen. Ich habe viel Kritik auch an Polen, an Ungarn zu üben. Aber das sind Länder, die sind jahrzehntelang haben sie in einer Diktatur gelebt. Gerade ein Land wie Polen war so oft geteilt. Die haben jetzt zum ersten Mal, oder auch in diesem Jahr, ihren 100. Jahrestag, dass sie als Polen nicht geteilt sind, sondern wieder als einheitliches Land bestehen. Und sie haben zu einigen Fragen eben auch zumindest eigene Ansichten. Und wir können in Europa nur zusammenleben, wenn wir Respekt voreinander haben, aber gleichzeitig bestimmte Prinzipien nicht zur Disposition stellen und da, wo die Würde des Menschen und da, wo die Grundfragen der Demokratie, also unabhängige Justiz oder so, in Frage gestellt werden, da muss Europa dann auch hart sein und die Konflikte austragen. Ich weiß, es gibt noch Fragen, die Zeit drängt, und ich würde einen Vorschlag machen. Sie stellen die Fragen. Und weil ich allen Gästen auf dem Podium ein kurzes Abschlussstatement sozusagen zubilligen möchte, vielleicht können Sie dann einfach die Fragen im Statement beantworten. Wäre das okay? Ja. Ja. Also okay. Wir bitten um Verständnis, dass die allermeisten Fragen natürlich auf jeden an die Fall. Bundeskanzlerin gingen. Aber ich möchte jetzt doch noch eine Frage an den Kardinal aus dem Vatikan stellen dürfen, nämlich wie es für Sie wäre, dass eben wurde der Marshallplan mit Afrika erwähnt, was für Sie bedeutet Entwicklungszusammenarbeit auf Augenhöhe in den nächsten Jahren? I think essentially the Marshallplan is essentially a partnership project. It's a project of the development of partnership between Germany in this regard and several African countries. The details, I recognize, need to be worked out, whether it's going to be only with government institutions or non-other institutions and all of. But before that, there are a lot of already existing partnership programs between Germany and several other countries. You know about the KAAD, the Katholische Dienst. Then you also have the DAAD, which is also there. You have Miserio, you have Missio. There are so very many already partnership groups in existence. The Marshall Plan, I suppose, probably struck by the idea of Germany's own revival after the war. It's always possible to give a kick shot to something to innovate, to shoot it into a new orbit for it to circulate in the orbit. We take the example of satellites. It takes a huge rocket to get it out there, but once out there, it begins to move freely. So I suppose the Marshall Plan may be seen in that regard. Is it possible for some concerted input into the economy and development of African countries to change
their orbit, to change the way they live, the way they do things, so that they do not remain in the same orbit. I think essentially that's what it is. It's a partnership program, but it's a partnership program, as your former Secretary of Cooperation and Development, Dr. Uche Aida, once said, true partnership works when it is in collaboration in its formulation with those down there. It's not something from down there brought though, but it's something that is jointly developed. And I'm hoping that the Marshall Plan effectively will follow that kind of path to promote this type of development that can change the existences of some of these countries. Und wir kommen sozusagen auf das Top-Thema jetzt, weil Entwicklungspolitik war sozusagen auf Platz 2 von den Karten, die wir gesammelt haben. Und das Thema, das die Menschen hier im Saal nochmal am meisten umgetrieben hat, war das Thema Waffenexporte. Und da waren sehr viele Meinungskarten dabei, würde ich jetzt mal sagen, die sich nochmal bezogen haben auf die Diskussion und das Statement im Vorfeld. Und eine ganz konkrete Frage war aber nochmal, wie kann denn sichergestellt werden, dass die militärische Ausrüstung, wenn man sie beispielsweise in afrikanische Länder auch bereitstellt oder an anderen Stellen, dass die nicht weiterhin dann in falsche Hände gerät. Und dazu vielleicht nochmal Herr Professor Brück und Frau Bundeskanzlerin Dr. Merkel. Ich würde sagen, dann fangen Sie an mit dem Abschlussstatement und ja, gerne. Können die Frage vielleicht beantworten. Kurz zu der Frage und dann ein zweiter Punkt zu der Frage. Es ist sehr schwer, wenn die Waffen erstmal im Umlauf sind, zu kontrollieren, was damit passiert. Das ist in der Natur der Sache, dass eine Regierung, die Waffen kauft, sie dann auch weitergeben kann oder sie im Kampf verlieren kann. Das kann ja auch passieren, dass die dann gekapert werden. Ich glaube, wünschenswert wäre, wenn die Waffenexporte in Europa sich vor allen Dingen konzentrieren auf die Staaten, die mit uns in einer ganz engen Wertegemeinschaft leben, vor allen Dingen innerhalb der EU, vielleicht innerhalb der NATO. Das ist wahrscheinlich die beste Gewehr, um zu verhindern, dass Waffen weitergegeben werden zu Zwecken, die dann der ursprünglichen Intention nicht mehr entsprechen. Mein zweiter abschließender Punkt wäre zu betonen, dass Frieden eben etwas ist, das vom Individuum kommen muss und kann. Frieden ist etwas sehr Individuelles. Frieden hat etwas damit zu tun, wie wir leben und was wir uns wünschen für unser Leben und für die Leute, die uns wichtig sind. Es hat damit zu tun, dass Menschen genug zu essen haben. Es hat damit zu tun, dass sie Bildung haben, dass sie Zugang zu Gesundheit haben, dass sie eine Perspektive für sich und ihre Kinder sehen. Das ist in unserer Gesellschaft für die meisten Menschen zum Glück immer gewährleistet. Und dann kann es sehr leicht sein, dass wir vergessen, wie kostbar dieser Frieden ist und wie vergänglich er auch ist. Es ist nicht etwas, das man einmal hat und dann für immer sicher hat. Das kann man auch wieder verlieren. Also Frieden in dem Sinne ist eigentlich eher ein Prozess und nicht ein Status. Aber es gibt leider immer noch Milliarden von Menschen in der Welt, die diesen Frieden nicht täglich erleben dürfen, die keinen Zugang zu sauberem Wasser haben, keine sichere Ernährung haben, keine gute Bildung haben und kein Gesundheitssystem haben, was sie unterstützt, und auch keine Polizei haben, die sie schützt. Und ich glaube, es ist nicht nur ein humanitäres Anliegen, es ist auch etwas in unserem eigenen Interesse, diesen Menschen zu helfen, für sich und in ihren Gesellschaften Frieden zu finden. Danke. Ja, vielleicht zu dem, was Professor Brück eben zum Schluss gesagt hat, das finde ich ganz, ganz wichtig, dass man sich nie sozusagen vermeintlich im Frieden ausruhen darf, sondern dass es immer wieder, wo Menschen zusammen sind, auch der Arbeit für den Frieden bedarf. Und Sie sehen, wie schnell auch gesellschaftlicher Konsens ja zerbrechen kann. Das haben wir jetzt ja auch erlebt, zum Beispiel durch die Flüchtlinge, die gekommen sind, sind in Familien Konflikte aufgebrochen. Das hätte man vielleicht nicht für möglich gehalten. Wir sind nach der Bundestagswahl plötzlich gar nicht mehr so einfach in der Lage gewesen, eine Regierung zu bauen. Da hat man gesagt, na ja, machen wir mal ein kleines Experiment. Minderheitenregierung hatten wir eigentlich noch nicht, könnten wir da auch mal machen. Ich bin da strikt dagegen. Mit die stabilen Strukturen einer Gesellschaft, die Kompromissfähigkeit einer Gesellschaft ist unglaublich wichtig, aber sie muss eben jeden Tag erarbeitet werden, und deshalb wollte ich das nur dreimal dick unterstreichen. Jetzt zu den Rüstungsexporten.
Wir haben sehr strenge Kriterien, nach denen wir Rüstungsexporte durchführen. Und wir haben immer wieder auch Fälle, in denen wir mit uns sehr ringen. Also ich sag mal, als wir jetzt zum Beispiel die Jesiden ermordet wurden im Irak, hatten wir uns entschieden, ja nicht selbst mit Soldaten dorthin zu gehen und sie auf dem Berg zu befreien. Das haben die Amerikaner gemacht. Aber wir haben gesagt, wir müssen die Peschmerga in die Lage versetzen, gegen die Terroristen zu kämpfen, haben sie ausgebildet und haben ihnen auch Waffen gegeben. Und das hatten wir bis dahin noch nie getan. Wir haben aber auch gesagt, es ist natürlich sehr wohlfeil zu sagen, pass mal auf, wir selber wollen es nicht machen. Wir sehen schon, da wird ein ganzes Volk umgebracht, die Terroristen sind da. Und jetzt bilden wir euch noch aus, aber dann ziehen wir mit unseren Waffen wieder ab. Wir haben uns jetzt mal gezeigt, wie ihr die benutzen könntet, aber dann sind wir wieder weg und geben euch keine. Und da war bei dem Milan dann auch, das sind Panzerabwehrwaffen, war dann auch die Frage, irgendwann ist mal beim IS ein so ein System aufgetaucht. Und da haben wir natürlich dann mit dem Peschmerga gesprochen, aber es ist genauso, wie Sie sagen, das ist dann erbeutet worden. Aber man muss dann auch gucken, werden die Soldaten, die du ausbildest, zum Beispiel bezahlt? Eine ganz wichtige Sache. Wenn die 3-4 Monate keinen Sold kriegen, was wir in vielen Ländern haben, dann fangen die natürlich auch an, ihre Waffen zu verkaufen, weil sie ihre Familien ernähren müssen. Also müssen sie, da zeigen sie schon, dass selbst bei einer Ausbildungsmission für Soldaten wir gleichzeitig Entwicklungshilfe mitmachen müssen, damit die Familien auch wirklich leben können und wir nicht sozusagen illegalen Praktiken noch Tür und Tor öffnen. Und wir haben dieselbe Sache in Mali. In Mali bilden wir auch Soldaten aus. Gut, da sind die Franzosen. Da kann ich jetzt Folgendes sagen, wir bilden die Soldaten aus, dann geben wir denen noch Schuhe, eine Ausrüstung, vielleicht noch ein LKW, mit dem sie sich selbst transportieren können. Aber wenn sie dann irgendwas in die Hand kriegen sollen, kommt zwar der Terrorist mit einer ordentlichen Kalaschnikow ihnen entgegen, die der von irgendwo hat, sagen wir, nee, ist uns zu unsicher. Gut, dann machen es die Franzosen. Okay, dann machen wir mit denen eine Absprache, aber einen Soldaten ausbilden, der dem Terroristen begegnen soll, den er bekämpfen soll und dem anschließend nichts in die Hand geben, ist eine komplizierte Sache. Und da bitte ich einfach, ich weiß, dass ich ja jetzt hier im falschen Raum bin, aber wir müssen uns auch ehrlich machen dann. Wir können nicht so tun, als ob wir sozusagen wasch mich, aber mach mich nicht nass oder so ähnlich. Also man muss die Dinge dann bis zum bitteren Ende einfach auch vertreten. Und das ist oft nicht ganz einfach. Und da sage ich dann nur, alle Erfahrung zeigt dann, ohne Entwicklung geht es nicht. Und ich allerletzte Sache nur, weil der Kardinal Turkson erst so oder nachvollziehbar auch über die Tschadsee-Region gesprochen hat. Schauen Sie sich einfach mal, wenn Sie es noch nicht gemacht haben, vielleicht haben Sie ja auch alle gemacht, die Karte vom Tschadsee vor 40 Jahren an, vor 20 Jahren an, heute an. Da kommen Ihnen die Tränen. Da ist ein ganzer See nicht mehr da. Da haben 100 Millionen Menschen gelebt. Und es hat sich die Welt und niemand, auch in Afrika, niemand richtig drum gekümmert. Und in der Situation ist Boko Haram entstanden. Und wenn man die Entwicklung gemacht hätte, hätte vieles, was heute an Leid dort ist, verhindert werden können. Und deshalb heißt es wirklich auch, versuchen aufmerksam zu sein und die Dinge am Anfang zu regeln. Da können wir uns viel sparen. Das ist wohl wahr. So I want to thank you, Chancellor, for your observations and Dr. Brook. Earlier on, Dr. Brook had talked about, you know, peacemaking, and there's still the lack of certain technicalities on the ground. I would humbly suggest that when you get to this lack of technicalities, engage the church, engage the religious groups. They can help you bridge some of those technicalities you cannot get into. I was involved in a lot of this before my tenure here, post-election conflict, election this and that, all of those things. Sometimes you find a way
of talking when sometimes officially it's not possible. So involve the church, and this happened in Catholic Intag, yeah? So that's the role of the church in society and in politics, and sometimes they can help you bridge some of this gap. Same thing earlier on with communication with somebody like Assad. We knew that whenever any religious authority visited Syria, Assad would invite him. So sometimes we can get and discover people who can make breakthroughs to people and engage dialogue. So sometimes we just need to look for that. On the issue of weapons, I appreciate very much what the Chancellor and, you know, you've... For me, coming from where I come from, so Ghana, recognizing that hardly apart on the continent of Africa, only South Africa had weapons factory. The only country in West Africa which used to produce weapons in the apartheid period was South Africa. The rest of the African countries didn't have armament factory or anything. It's only lately that Sudan assembles weapons brought in parts from China. Okay, so that then begins to assemble weapons. But for the rest, most of the weapons are displayed, whether Boko Haram, Mali, the Great Lakes, they're all weapons brought in. So weapon trafficking is a very serious problem for several countries, including Africa. Seeing that we don't produce any weapons locally, but are full of weapons, is somebody's making a good business, trafficking weapons into these countries. The other thing is that Europe, thanks be to God, is not experienced war after the Second World War, and we pray and hope that remains that way. But all of them also have armament factories. So they must be therefore destined for export for economic reasons. We know President Hollande visited Saudi Arabia and he sold a couple of military aircraft. President Trump shows Saudi Arabia the different military options that he can buy. So there is economic gain also in these countries in the export of weapons. Therefore, the question about weapons and their, you know, threat to peace in certain situations, the discipline can be observed as the Chancellor has been, you know, you respect strict laws regarding this and that. But once they get into the hands of people, you cannot control anymore how they move the weapons around. And then it begins to cause a lot of conflict around the world. I will not dare. He's sitting here to say that let us close all the arms factories in the world. It's an utopia. It's something that cannot really happen. But the other thing is also this, that we know, Professor Brooke just said it. Paul VI at one point said that the new name of development is peace. But he also quickly added that development cannot take place without peace. And therefore, we believe in the Vatican and as a church that the SDGs, their biggest enemy is the lack of peace. If true development will take place, that's that. That's why, as a church, from our point, we try to promote this. Saint Egidio, whom you listed, created humanitarian corridors for refugees, but also goes around the world trying to fashion peace. So, on this Catholic intact, there can be no better way, you know, than to commend the different efforts of church organizations in promoting peace around the world. Thank you. Thank you, Sharon. Zum Abschluss bleibt es mir nur noch einen riesen Dank auszusprechen an die Bundeskanzlerin, die sich Zeit genommen hat, mit uns zu diskutieren, an Kardinal Turkson, der unsere Debatte stark bereichert hat, genauso wie Professor Tillmann-Brück. Ich fand, es wurde immer spannender, je länger wir diskutierten. Eigentlich sehr schade, dass wir jetzt aufhören müssen. Trotzdem herzlichen Dank. Natürlich auch einen Dank an das ZDK und den Katholikentag, die diese Debatte erst ermöglicht haben. Und natürlich an Sie, liebes Publikum. An Sie, liebes Publikum, die diese Fragen
gestellt haben und uns kritisch begleitet haben. Und auch nochmal einen ausdrücklichen Dank an die Musik, unsere Band Carolino, die uns begleitet haben und auch noch einmal spielen werden. Vielen Dank.